Ich teste mal ganz kurz. Hört ihr mich alle gut, auch in der letzten Reihe? Ja. Freut ihr euch schon? Ja. Ja, sehr gut, das freut mich. Dann bin ich auf die falsche Seite gelaufen. Tschüss, das war's. So, alles klar. Gesundheit. Also herzlich willkommen zum Q&A-Panel. Und ich übergebe hier gleich mal an das Wort von... Ich übergebe das Wort an Star Wars. Ich kann halt überhaupt nicht mehr reden. Das ist sehr hilfreich. Und viel Spaß wünsche ich euch. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen beim Sailor Moon Q&A Panel. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Sailor Moon auf der Welt. Nicht in Deutschland, das haben wir vor ein paar Jahren gefeiert. Aber 25 Jahre sind eingetreten, 25 Jahre für Liebe und Gerechtigkeit quasi. Und wir dachten, wir machen einfach dieses Jahr so unvergesslich wie nie zuvor und beginnen das quasi hier mit der Animo und haben uns 4 tolle Gäste eingeladen, die mit uns zusammen eine kleine Zeitreise eingehen werden, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt in der 1 Stunde. Danach gibt es eine Autogrammstunde. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch natürlich die Gäste vorstellen, aber wir machen das etwas interaktiver, denn ihr stellt euch selber vor. So, dann übergebe ich mal. Also, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ulrike Jenny. Ich bin die Sprecherin gewesen von Sailor Neptune. Und freue mich sehr, heute hier zu sein. Bin ganz begeistert, dass so viele da sind. Hätte ich nicht erwartet. Aber schön, und das Wetter spielt mit. So, kurz noch Kabel entfernen. Hallo zusammen, ich bin Dominik Auer. Bei der ursprünglichen Version durfte ich den Tuxedo Mask geben. Bei der jetzigen neueren Version Crystal dann auch für Buch und Regie einspringen oder übernehmen. Weil für die Hauptrollen hat es dann nicht mehr ganz gereicht, da waren die Mädels am Start. Dann übergebe ich auch gleich an die nächste Hauptrolle. Sehr elegant, Dominik. Hallo, mein Name ist Sabine Bohlmann und ich bin die Stimme der Sailor Moon, und zwar der Sailor Moon von vor 25 Jahren, den ersten Staffeln, und jetzt auch wieder von Sailor Moon Crystal, was mich sehr gefreut hat. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin schon ganz gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, hallo, ich bin die Katharina von Darke und für mich ist das eine ganz große Ehre, quasi neben so großen Stimmen zu sitzen. Ja, ich spreche in der neuen Serie Sailor Moon Crystal die Momoko Momohara, die Freundin von Chibiusa. Ja, und ich danke, dass ich hier sein darf, und ich freue mich, dass ihr hier seid, und ja, gebe dann an Star Wars mit mir. Dankeschön. Wir hätten ja noch einen Gast, wir hätten ja noch deine Freundin, Chibiusa, die Patrizia Straßburger, zu Gast gehabt. Doch leider musste sie uns absagen, weil sie in London festsitzt. Tut uns echt leid, aber sie hat uns noch eine Videobotschaft mit auf den Weg gegeben, die wir euch jetzt kurz abspielen werden, bevor das Q&A-Panel losgeht. Ich hoffe, der Ton klappt. Hallo! Viele, viele Grüße aus London. Leider hat sich bei mir ein Termin nach hinten verschoben und jetzt stecke ich sozusagen in England fest. Ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß und... Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Sailor Chibi Moon! Ganz klassisches Q&A-Panel. Wer möchte mit der ersten Frage beginnen? Hand hoch. Traut sich keiner. Das ist immer so das erste Mal. Wo? Ah, Sakura, bitte. Ja, das passt jetzt zwar nicht hundertprozentig, aber ich weiß, dass fast alle deutschen Synchronsprecher irgendwann
irgendwann schon mal mit Pokémon gesprochen haben. Und da es ja eigentlich schon schöne Tradition ist, das mal vorzuführen mit einem Sailor Moon Battle, hätte ich gerne eine Vorführung. Hat wirklich jeder? Gehen wir durch? Okay. Kalt erwischt. Also, ich war Glumanda. Und Glumanda hatte tatsächlich nur zwei Worte zu sagen und das war Glu Glu. Und das gab es dann auch für ein Nintendo-Spiel. Und da musste man dann Glu Glu anhand der Leute, die da von Nintendo da waren, die haben dann gesagt, mach doch bitte Glu Glu in traurig, sehr traurig, besonders traurig und ganz, ganz traurig. Und so musste man alle Stimmungen eben in lustig, besonders lustig, sehr, sehr lustig, ganz, ganz lustig machen und das immer mit Glu Glu. Das erspare ich euch. Ja, da kann ich mich ein bisschen anschließen. Bei mir waren es zwei, über viele Jahre. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie der Pantimos klang. Das war der eine, das war relativ am Anfang, glaube ich. Aber der zweite, der war auch viel lustiger. Der hatte dann sogar ein bisschen Text. Das war zwar auch immer der gleiche. Es war der Wohin genau? Ungefähr das gleiche Szenario auch am Anfang, wo es dann darum ging, ja, also machen wir das jetzt mal in der normalen Farbe, dann in der etwas trockeneren. Und dann ging es natürlich darum, auch mal ganz effektiv Kosten zu sparen. Vielleicht können wir ja da mal 10, 20 aufnehmen und die kopieren wir dann immer. Und da kam dann auch ganz wichtig von oben, nein, das machen wir nicht so. Das machen wir in anständig, in allen schönen Farben, so traurig und opferig, wie er dann immer rumgelaufen ist, in den jeweiligen Gefühlsfarben. Und so war ich dann immer mal wieder, so viel hat er ja nicht gehabt, aber alle 3, 4 Monate mal mit 50 bis 100 von diesen Wohin genau 3 bis 6 Stunden beschäftigt und auch in allen Gefühlsfarben, wie bei der Uli. Jawohl. Also ich habe die ersten, ich glaube, 50 Folgen den Pikachu gesprochen und stand also wirklich mit 50 Folgen sehr, sehr lange und sehr, sehr viel im Studio, den ganzen Tag von morgens bis abends mit nur diesem Text. Pikachu, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pikachu! Ich denke jetzt bestimmt, das ist ja wahnsinnig leicht, so ein total cooler Job, aber ich war am Abend immer fix und fertig. Und wenn ich dann meinen Mann, wenn ich nach Hause kam, mein Mann hat gesagt, und wie war dein Tag, Schatz? Habe ich gesagt, Pikachu. Und dann durfte ich noch, genau, irgendwann hat dann der Originalzeichner von Pokémon, der wollte, dass auf der ganzen Welt Pikachu nicht mehr synchronisiert wird, sondern überall die Originalstimme zu hören ist. Und deswegen durfte ich ihn dann nicht mehr sprechen. Was wahnsinnig schade war natürlich. Und dann durfte ich aber Pummeluff sprechen. Ich weiß nicht, irgendwer hat Pummeluff gesehen und gedacht, die ist irgendwie Sabine Bodemann. Und die hat dann Pummeluff, 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 Pummeluff. Und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht warum. Also. Ihr singt vor und ich sing nach. Also 1, 2, 3, mach mal alles mit. Ja, ich kenne das bitte auch noch, aber ich habe noch nie Pokémon gesprochen, weil ich bin jetzt erst vor kurzem nach München gezogen, aber ich könnte tatsächlich das Pummeluff-Lied singen, weil ich als einziges ganz viel Pokémon. Das ist ja mein Alter und als ich 10, 11 Jahre alt war, habe ich ganz viel Pokémon geguckt und auch das Pummeluff-Lied. es gibt ja noch so, aber ihr könnt ja mitsingen, das wäre noch cooler.
20 Jahren schon war und es auf einmal hieß, es gibt wieder eine Sailor Moon-Serie und nochmal neu, aber eigentlich irgendwie auch wie alt und aber doch irgendwie ganz anders, aber eigentlich auch wieder ganz gleich. Und ich habe aber ganz früh schon gehört, dass es alles neu besetzt werden soll und eben alles mit neuen Sprechern auch besetzt werden soll. Und einerseits habe ich natürlich gedacht, ja, irgendwie auch schade, weil Sailor Moon ja auch, also solche Figuren gehören ja auch irgendwie zu einem, die man auch ein bisschen geprägt hat mit der Stimme. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, wenn alles neu ist, soll es ja wahrscheinlich auch so sein, dann sollen es halt jetzt die neuen jungen Kollegen machen. Und ich weiß, dass damals schon Probesprechen gemacht wurden und auch schon eine Sailor Moon ausgewählt war, eine neue Stimme. Und über Nacht, glaube ich, Dominik, du weißt da ein bisschen genauer, wie es eigentlich war. Also ich habe nur gehört, über Nacht wurde ein, von euch, gell, eine Umfrage gemacht, wen wollen die Fans eigentlich gerne als neue Stimme oder als Stimme für die neue Sailor Moon. Und wie viel waren es? Es ging, glaube ich, zack. Zack für dich aus. Zack für mich aus. Und das, für mich war es dann ein bisschen komisch, weil ich schon wusste am Abend zuvor, wer die Sailor Moon geworden ist, die neue. Und am nächsten Tag bin ich von der Firma angerufen worden und du, Sabine, du sprichst jetzt doch die Sailor Moon. Ich so, hä, wieso, jetzt doch? Ja, wie die Fans und so. Und ich, aha, okay. Ja, aber jetzt warten wir noch ab. Dann irgendwie, weiß nicht, 4 Tage später, Sabine, du sprichst jetzt doch nicht die Sailor Moon. Wir haben uns gedacht, du sprichst jetzt Sailor Moons Mutter. Weil dann haben die Fans was davon, weil du mit dabei bist und ja, ist doch wunderbar. Und dann ging es noch ein paar Mal so hin und her und irgendwann kam der Anruf, nee, du sprichst jetzt doch die Sailor Moon. Und ich habe dann gesagt, also jetzt möchte ich aber das schriftlich haben, ich möchte endlich auch was einstellen, weil es ging dann doch relativ schnell los. Es ist dann so, man erfährt das und nächste Woche geht es dann schon ins Studio eigentlich. Und dann war das natürlich schon ganz bisschen ja, komisch für mich, weil man 20 Jahre, also jetzt was anderes, ich spreche auch die Lisa Simpson und da ist es so, dass ich das ja 27 Jahre durchspreche, also jedes Jahr, deswegen, ich kenne die total gut und Sailor Moon hat man ja irgendwann, also 20 Jahre sozusagen abgelegt und auf einmal geht es wieder los und man steht dann da drin und ja und dann auf einmal, ich dachte, weiß ich überhaupt noch, wie die gesprochen hat und wie ich diese ganzen Sachen gemacht habe und dann steht man drin und alles kommt, dann ist glaube ich wie Fahrradfahren, man verlernt das wohl nie, deswegen. Aber es war dann auch ganz schön für mich. Danke an die Fans hierbei. Von der Kunstform ist es ein bisschen poppiger aufgezogen. Es ist grundsätzlich sehr schön auch wieder geworden. Sie versuchen einfach auch ein paar neue Wege zu gehen. Sie sind nicht mehr auf dem sehr super romantischen, es muss alles so wahnsinnig super beziehungsgeschichtlich romantischen Weg laufen. Sie sind natürlich in diesem Anime-Werdegang schon auch eher so ein bisschen, weiß nicht, ob sie es selber machen wollten oder gepusht wurden von diesen
ganzen großen Filmen, die momentan die Welt besiedeln, von Marvel bis Schieß mich tot, ist es halt alles sehr actionlastig. Und um auch da, denke ich mal, nicht den Anschluss zu verlieren, haben sie schon ein bisschen mehr die Action- und Bewegungsgeschichten mit reingebracht. Und dadurch verliert es so ein bisschen aus diesem romantischen Stil und von dem auch damaligen etwas ruhigeren Erzählmodus, wo man die Frage ist, wo kann man von einem ruhigen Erzählmodus, auch bei den alten Geschichten erzählen, die Japaner sind immer schon sehr schnell gewesen in ihren Zielen, aber es hat einen guten Anschluss, es hat seinen eigenen Platz, es wird immer die Fans haben, die dafür stehen und ich glaube, sie reagieren auch relativ zeitnah und gut auf Sachen, die ihnen nicht gefallen. Und sie probieren viele Sachen aus. Auch die Fangemeinde im asiatischen Raum reagiert ja auch sehr schnell. Wenn ihnen was nicht taugt, dann wird es ganz schnell kommuniziert. Und dementsprechend wird dann reagiert, positiv oder negativ. Und die nehmen das alle gut auf, finde ich. Und daher muss ich sagen, mir gefällt das Produkt an sich. Wir können das noch 40 Jahre haben, in der gleichen Besetzung. Die Geschichten sind gut. Ich würde mir halt einfach von den Japanern wünschen, dass wir einfach die diversen Materialzugänge früher hätten. Dass wir einfach mehr Zeit haben, um das anständig zu bearbeiten, um auch den deutschen Fans gerecht zu werden, was leider mit den Umwegen Japan, Frankreich, Deutschland immer wieder nur so optimal läuft. Und wir immer vorgestern Bescheid bekommen, um es übermorgen fertig zu haben. Und daher auch meine Bitte an die Fans, sich da in Geduld zu üben. Und wenn man mal online loslegt und rumflamet, warum das so scheiße ist, was gewisse Szenen oder sonstiges angeht, erstmal ruhig und normal nachfragen. Und dann kriegt man auch sicherlich ganz schnell eine patente Antwort, woran es denn gelegen haben mag. Weil es ist in den meisten Fällen wirklich so, es sind nicht die Künstler, sondern eben eher dann die großen Entscheider, die dahinter stehen und diversen Sachen einfach leider nicht aus der Kunstform entscheiden, sondern wieder mal, wo es ums Geld geht. Und da auch ein großer Dank an Star Wars und Team mit der vorhin angesprochenen Geschichte, was Sabine angeht. Da war ich auch ein bisschen beteiligt und da haben sie schon einen sehr großen Schritt getan, um einfach mal die Fans da wirklich auch einen großen Entscheidungsakt zu geben und wirklich die Fans entscheiden zu lassen, wer soll das jetzt sprechen und warum. Und das war eine ziemlich klare und ziemlich eindeutige Entscheidung, die dann sehr schnell fiel, quasi über Nacht. Und da würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft so weitergeht oder vermehrt, dass eben die Fans nicht nur nicht gut gehört werden, sondern dass es auch einfach Mut machen sollte den Fans gegenüber, dass die einzelne Stimme eben doch was bewirkt, wenn einem was gefällt oder eben nicht. Danke dafür. Sprechen kann in der Sendung. Kann eigentlich schon, aber man lässt natürlich.
Und natürlich ist es so, wir machen es auch in Deutschland nicht so wie die Amerikaner auf den Serien, wo dann eine Sprecherin oder ein Sprecher ganz viele Rollen spricht, also zum Beispiel in South Park oder in solchen Dingen, auch in Simpsons, da sind das ja dann, also als Einsprecher, der spricht dann, glaube ich, 5 Hauptrollen. Und das machen wir bei uns nicht. Also bei uns hat ja wirklich eigentlich jede Figur seine eigene Stimme. Deswegen ist es ja ganz klar, dass man auch mal eine Rolle abgeben muss, wenn man jemand anderen da spricht. Also magst du noch was dazu sagen? Für mich ist das natürlich so, wenn man eben aufwächst als Kind mit Stimmen wie Sabine Bohlmann und Dominik Auer. Oh mein Gott, die Rolle hat früher die Sabine Bohlmann gesprochen, hoffentlich kriege ich die halbwegs okay rüber. Und man weiß ja auch gerade dann, dass im Anime-Bereich eben die Fans sehr hart sind, hoffentlich werde ich nicht gehatet. Ja, das ist dann so schon eher darum. Ja. Da, Neptun. Also, ich war, wann war das, bei welcher Convention? Das war vor 3 Jahren, 2014. Und da wurde uns schon die Frage gestellt, wenn es wieder weitergeht mit Sailor Moon, würdet ihr? Und dann haben die Sabine und ich gesagt, na klar würden wir, ist ja auch eine große Ehre, aber dass wir das eben gar nicht entscheiden können. Also wir können jetzt auch nicht ins Studio gehen und sagen, hier, habt ihr immer schon gesprochen, ich möchte jetzt weiter. sondern dass diese Entscheidungen, die treffen ganz andere und klar, also ich hätte sie natürlich sehr gerne weitergesprochen, das ist gar keine Frage. Aber es tut mir jetzt tatsächlich nicht weh, weil wie gesagt, die Entscheidung liegt nicht bei mir, die liegt bei den Machern und wenn die das anders entscheiden, dann ist es so, wie es ist und dann macht man einfach weiter und man macht ja eben auch ganz viele Dinge und dann muss man da irgendwie auch sagen, ist, wie es ist. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, wer die neue Michiro jetzt spricht, aber ich denke, dass das schon passt und dass das ganz in Ordnung ist. Und ja. Mal so, mal so. Bei mir, ich bin Fernsehserien-Junkie, Film-Junkie. Ich gucke alles, was gut ist, rauf und runter. Von Breaking Bad bis diverse Anime-Produktionen. Ghost in the Shell ist jetzt wieder groß, verfilmt worden, gab es vor 20 Jahren schon. Also Hollywood kopiert schon sehr gerne von Anime. Auch wenn sie es ein bisschen feiner schreiben und dann so 20 Millionen Dollar Hauptrollen dann da reinsetzen. Funktioniert anscheinend noch. Klar, also ich gucke, wenn es gut gemacht ist, viel und gerne, weil es einfach verschiedene Welten, verschiedene Szenarien und ich liebe einfach Geschichten. Und wenn Geschichten gut erzählt sind, kann einfach eine schöne, runde Geschichte, traurig, gut, schön, böse, einfach einmal am Abend von seinem eigenen Wahnsinn, den man den ganzen Tag über erlebt hat, einfach schön ablenken. Und das schaffen nur gute Geschichten, einen in einen Bann zu ziehen und in eine Geschichte, ohne dass man einmal rausgerissen wird, wenn es eine gute Synchro ist, und in dieser Welt verschwinden kann oder darf. Und das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck von Entertainment, wenn er gut gemacht ist. Und dann macht es auch Spaß und dann sind wir oder ich jetzt, glaube ich, auch nicht davon getrennt, nur weil man es den ganzen Tag gemacht hat. Das läuft trotzdem im gleichen Verbund weiter, bei mir auf jeden Fall. Also ich kann mich dem Ganzen ein Stück weit anschließen. Ich bin jetzt nicht so ein Serien-Junkie, ehrlich gesagt, aber ich habe auch sehr wenig Zeit, fernzugucken. Aber wenn, passiert es mir tatsächlich ab und zu, dass ich durch Zufall beim Zappen irgendwo bin und mir dann denke, oh, da habe ich ja mitgesprochen und dann bleibe ich natürlich auch da und warte, bis die Szene kommt oder bis die Person ins Bild kommt.
und freue mich sehr, weil es ist tatsächlich so, wenn man im Studio steht und für irgendwas spricht, dann ist es ja nicht nächste Woche im Fernsehen. Und oft ist die Zeit dazwischen, bis es dann ausgestrahlt wird, dauert oft ein halbes Jahr oder manchmal sogar ein bisschen länger. Und dann hat man es ehrlich gesagt oft schon wieder vergessen oder hat es nicht so im Blick, wann ist es jetzt soweit und wann wird es ausgestrahlt. Also da müsste man tatsächlich wirklich so ganz strukturiert gucken. Aber bei Sailor Moon, das konnte man ja jetzt auch kaum mehr übersehen. Das freut einen natürlich auch, also vor allem, wenn es dann auch, ich finde, es ist ein Phänomen, dass sowas überhaupt 25 Jahre Bestand hat, das muss man erstmal schaffen. Und da bleibe ich auch hängen, wenn ich zappe und das sehe und das schaue ich mir natürlich dann auch an. Also ist natürlich so, also mittlerweile synchronisiere ich seit 30 Jahren und ganz am Anfang, wenn man so seine ersten Sachen synchronisiert, dann wälzt man auch die ganzen TV-Zeitschriften und streicht sich an, da habe ich, jetzt kommt was, dann sagt man allen Freunden Bescheid und dann sitzen alle davor. Ich habe das dann irgendwann nicht mehr so oft gemacht, weil das erste, was ich auch gedreht habe und wo ich allen Bescheid gesagt habe, da habe ich was gedreht, wurde leider meine Szene rausgeschnitten. Und die ganze Familie saß davor und alle Freunde und alle haben danach angerufen, und wo warst du jetzt? Ich so, ich weiß auch nicht. Und, aber natürlich schaut man am Anfang noch und bekommt dann ja auch mehr Gespür dafür, wie man auch selber klingt und lernt dann auch noch mehr, schon vorher zu wissen, wie man sprechen muss, damit es nachher so klingt, wie man das dann auch möchte. Und natürlich im Laufe der Zeit ist man nicht mehr jetzt so, oh, da und dort, aber man schaut natürlich schon immer mal wieder rein. Und die Sailor Moon, die Sailor Moon Crystal Staffel, die liegt doch bei mir auf meinem Stapel der DVDs, die ich noch anschauen muss. Und ich habe mit ein paar Leuten schon ausgemacht, dass wir da so einen Sailor Moon Abend machen. Ja, bei mir ist das auch, also ich kann mich da auch meinen Kollegen anschließen. Manchmal gucke ich auch eben auch gezielt rein, um zu schauen und zu hören, ja, wie war es jetzt, was würdest du besser machen, was würdest du anders machen oder was war gut. Ich kann da nicht so richtig abschalten, wenn ich mich selber höre. Das heißt, ich gucke dann eher Serien, wo ich nicht so mitgesprochen habe. Ja, ich finde es aber auch, was mich auch gerne von Geschichten einfach ablenken. Aber ich gucke auch kaum mehr irgendwas im Fernsehen oder so, weil ich wenig Zeit habe einfach. Ja. Natürlich, der mir da sofort einfällt, ist Taxi, du Maske. Auch immer gut. Jetzt sag mal was. Wo warst du? Ja, der Raum.
Isima. Ich bin ein großer Frauenversteher. Und es ist nicht so positiv, wie es klingt. Also das bringt mich schon wieder immer wieder in große Probleme mit meiner Frau. Weil ich nie das durchkriege, was ich eigentlich will. Also das hat mit Sport dann zu tun, zum Tennisspielen? Nein. Die Kinder müssen jetzt abgeholt werden. Ich bin der Einzige, der Auto fährt, also ist es dann immer meine Aufgabe. Also Frauen verstehe ich vielleicht, aber auch Romantik. Großes Kino finde ich super, finde ich schön, macht viel Spaß. Action, Fliegen und sonstiges ist jetzt, hätte ich gerne so, aber schwierig. Manchmal vielleicht dann am Flughafen, aber ohne Hilfe, nee. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Nee. Ja. Ja. Ja, bei mir hat sich das so irgendwie mit der Zeit entwickelt, eben, dass ich schon als Kind total gern Theater gespielt habe, bei uns in der Schule damals. Ja, und dann später, so mit 13, 14, 15, hatte eine Freundin die Idee, Hörspiele selber aufzunehmen. Da habe ich dann gemerkt, dass mir das auch das Spiel mit der Stimme total viel Spaß macht. Ja, dann als ich dann ja, in der Zeit nach meinem Abitur war und Zeitlang des Abiturs habe ich leider von meinen Eltern nicht die Erlaubnis bekommen, eine Schauspielschule zu besuchen. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann nebenbei mein ganzes Geld, was ich in der Ausbildung verdient habe, in Schauspielunterricht, Stimm- und Sprechtraining gesteckt, um eben an diesem Traum dran zu bleiben. Und habe das dann nach und nach einfach ja, verwirklicht. Ich habe irgendwann, als ich weit genug war, Stimmproben richtig aufnehmen lassen und mich bei den Studios beworben, war dann erst im Ensemble. Und bin dann nach und nach hervorgestochen und habe halt auch größere Rollen bekommen und einfach dran geblieben. Ja, so hat sich das entwickelt. Ja, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich bin froh, dass Star Wars dann irgendwann mal auch den Kontakt geknüpft hat zu uns und zu ein paar anderen, weil es einfach unsere Arbeit deutlich leichter macht, als irgendwie im Trüben zu fischen und zu glauben, was Fans wollen. Weil das sind einfach nochmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und durch den Kontakt mit Star Wars haben wir einfach die Nähe an den Fans und auch deren Meinungen durch solche Umfragen einfach viel schneller umsetzen können. Und nicht nur, dass es unheimlich wichtig war, da auch mal wirklich die effektiven Reaktionen und die Meinungen abzugreifen, sondern einfach auch wirklich abzuwägen, was wollen die Fans en gros. Man kann es nicht jedem recht machen, das ist klar. Aber gerade die Entscheidung mit Sabine war mir auch in der Regie sehr wichtig, dass das einfach sitzt, weil da gab es einfach keine Alternative. Das ist einfach so. Was willst du trinken? Ein Rosenwasser. Rosen oder Rosen? Zensiert. Ist wichtig und ich finde es auch super, dass wir diesen Kontakt halten und bei den nächsten, so Gott will, vielen Produktionen, anderen auch, wenn es nicht immer um Sailor Moon Crystal gehen sollte, finde ich den Kontakt wichtig. Es ist manchmal anstrengend, klar, weil man muss natürlich schon rausfiltern. Überall im Leben gibt es immer Leute pro, Leute für, jeder hat eine andere Meinung.
Aber wenn man seine Meinung, auch wenn sie kritisch ist, in einer respektvollen Version, Art und Weise kommuniziert, dann kann man sich auch super annähern. Und das ist das Einzige, was für uns dann immer so schwierig ist, wenn dann diese Flamer, Hater und sonstigen, die einfach nur Hauptsache die Luft klappert, irgendeinen Rotz reinschreiben. Das ist nicht konstruktiv, das hilft keinem was. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann ist es deutlich sinnvoller für mich als Mensch, zu diesem Ziel zu kommen, dass andere etwas besser machen, so wie es mir dann gefallen würde, wenn ich denen versuche, auf normale, nette Art respektvoll zu sagen, pass mal auf, ihr habt da Scheiße gemacht, weil so und so, das muss so und so klingen. Oder der Name muss so und so ausgesprochen werden, weil das war schon 15 Mal 1922 bis 25 so. Und das dann auch fundiert erklären, dann kann man sich darauf einlassen. Wenn aber, wie bei vielen Tausenden, ihr wisst das alle, YouTube-Videos, da ist ein kleines süßes Katzenvideo, ein 12-Jähriger hat seine beiden süßen Katzen da aufgenommen, während die miteinander spielen und ganz süß. Und oft lese ich, dass dann gerade die Amerikaner einfach drunter schreiben, you so gay, my cat is so much cooler than yours. Was bringt so eine Kritik? Das ist ein 12-jähriger Junge, der einfach nur Spaß haben wollte, seine zwei Katzen abzubilden. Da gibt es kein Pro und Contra, nimm es wie es ist und wenn es dir nicht passt, dann schau was anderes an, aber schreib nicht so einen Rotz drunter. Das bringt keinem was. Also Kritik. Super, wenn sie richtig gerichtet ist und wenn man sich auch nicht hinter diesem typischen Anonymität im Internet versteckt, um eben dann seinen ganzen Hass, Druck, Verdruss und sein schlimmes, schreckliches Leben raushaut. Von daher Kritik gerne immer, aber mit Respekt und auf Augenhöhe und dann kommt in den meisten Fällen ein Produkt raus, wo man wirklich sagen kann, und dann ist man auch den Fans jetzt damit gerecht geworden, auch wenn es ein paar Kompromisse gab. Aber es wird ein schönes Produkt raus und man hat die Fans eben nicht ignoriert. Und das ist einfach wichtig. Danke. Ja, also ich habe damals die Anfrage, ich wurde von der Aufnahmeleiterin gebucht und habe das dann, ich glaube, das Projekt noch gar nicht gewusst und komme dann ins Studio und sehe dann so Sailor Moon und da ich ja wie eben als Kind mit den ganzen RTL 2 Serien groß geworden bin, war das dann für mich erst so, boah, cool. Und ich habe mich total gefreut einfach und ja, das war damals nicht so viele Takes in der dritten Staffel, da waren dann halt auch andere Sprecher dabei, es war eigentlich Ensemble und es wurde mit ins Ensemble reingenommen, die kleine Rolle und ich war quasi so die Einzige damals, die Serie kannte und das war schon ganz witzig, weil man dann halt dann so ein bisschen, ich musste mich auch ein bisschen umgewöhnen, weil da war ja Chief User, wurde ja als Chief User damals ausgesprochen und jetzt da, bei mir hatte Caroline Regie geführt. Und da war es dann Chibi Usa, dass man das halt anders aussprechen musste und das, da musste man sich halt ein bisschen umgewöhnen, aber Chibi Usa oder ja, genau so. Und es war halt, war das halt einfach ein tolles Gefühl, quasi, es wird eh alles neu aufgelegt, von damals habe ich so das Gefühl, der Ghostbusters, Dragon Ball, Sailor Moon, alles kommt irgendwie wieder derzeit, das ist interessant. Ja, mit den neuen Sprüchen, das ist natürlich ein bisschen ungewohnt gewesen, dass auf einmal alles irgendwie auch auf Englisch ist und so. Und, aber man hat jetzt da nicht eine Woche Zeit, die erstmal auswendig zu lernen oder so. Man kommt eigentlich ins Studio und dann sieht man das im Buch vor sich und schaut sich das an und spricht es eigentlich direkt drauf. Es war am Anfang so ein bisschen Kuddelmuddel, weil wir eben alles, weil alles neu war und wir ziemlich, glaube ich, geschwommen sind, wohin die Reise geht und noch nicht ganz sicher waren, ob das die richtigen Sprüche sind.
Und ich glaube, der Dominik hatte die ganzen Mangas, hattest du die schon bei dir liegen? Wo immer wieder reingeschaut wurde, was wird in den Mangas gesagt und... Ich hatte drei verschiedene Sprachen. Also, das ist ein Problem, warum wir so gesprochen waren, weil die Franzosen, die diese Rechte hatten und die auch quasi der Kunde waren, haben diese englischen Vorgaben uns gegeben. Jetzt haben sie uns allerdings nicht erst vorzugsweise die japanische Übersetzung oder die englische Übersetzung des Japanischen gegeben, sondern die französische Übersetzung des Englischen, was die Japaner gemacht haben. So, und jetzt sollst du Deutsch draus machen. Über drei Sprachen hüpfen, drei an, vier gemerkt, sieben fallen lassen. Also da könnt ihr euch vorstellen, was da am Start ist und wie auch Star Wars dann, der da auch mitgeholfen hat, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, diesen Text so ins Deutsche zu bringen, dass nicht alle dastehen und sagen, what? Was war das denn jetzt? Und da ging es einfach auf leisen, feinen Sohlen, dieses Englische so zu implementieren, dass es halt nicht gleich jeden aufschreckt und nicht zu neu und nicht zu anders ist. Und da mussten wir einen Mittelweg finden und den wir dann gefunden haben, das ist der, den wir jetzt eben haben. Jawohl. Eines Tages bin ich aufgewacht und dachte, oh mein Gott, wie spreche ich denn? Nee, man trägt natürlich eine Stimme immer schon irgendwie mit sich rum. Und ich muss schon sagen, ich habe ja auch schon früher, also auch als Jugendliche, schon eine sehr hohe Stimme gehabt und bin schon auch ein bisschen verarscht worden so in der Schule. Also wenn ich mich gemeldet habe und habe irgendwas gesagt, dann gab es schon einige, die dann... Also die mich so ein bisschen nachgemacht haben, was ich gar nicht witzig fand. Und als ich dann angefangen habe zu synchronisieren, war es dann einfach so, dass das eigentlich ein großer Vorteil für mich war, weil ich sehr kleine Kinder sprechen konnte, sogar in Realfilmen damals. Und das wie eine Marktlücke auf einmal war, dass jemand, der eigentlich schon erwachsen ist oder jugendlich, eben sehr kleine Kinder sprechen kann. Und ja, irgendwann stellt man dann eben fest, dass man die Stimme sehr stark verändern kann. Eben, also bei mir, ich kann sie leichter nach oben verändern als in die Höhe, als in die Tiefe. Und ja, und dann macht das irgendwie Spaß und ja, so war das. Das hat mit den Rechten zu tun. Derjenige, der die Rechte einkauft, dieses Medium in Deutsch auf den Markt zu bringen, der ist Chef und der sagt an. Und das muss jetzt nicht unbedingt Frankreich sein, das kann auch ein Spanier sein oder die Italiener oder Argentinien, je nachdem, welche Firma das einkauft, diese spezifischen Rechte. Der gibt dann vor und dann ist der normale Werdegang, dass eben die Franzosen anfangen, weil sie das Paket eingekauft haben, dann wahrscheinlich für ganz Europa, und fangen an, die japanische Version zu synchronisieren, auf Französisch natürlich, und wollen dann natürlich schon so ein bisschen, vielleicht auch aus Eitelkeit, ihre französische übersetzte Version schon ein bisschen in den anderen Sprachen weitergeben, indem sie dann natürlich ihre französisch synchronisierte Version den Text auf jeden Fall schon mal auch weiterreichen an Italien, an Deutschland, und so kommen dann hinten raus immer mehr Sprachen zustande, und Ausschlaggeber in dem Fall für uns war Frankreich. Nicht, dass wir jetzt die französische Version so als absolutes Nonplusultra gemacht haben,
Wenn französischer Text scheiße ist, gerade bei mir, fliegt der sofort aus dem Fenster. Also wenn so ein Satz einfach völlig sinnbefreit daherkommt, gerade in unserer Kultur, die einfach ein bisschen anders ist als die französische, dann passe ich diesen Text schon so an, dass es für uns einfach deutlich sinnvoller ist. Da ist mir dann egal, was die Franzosen gemacht haben. Da wird es dann einfach verändert. Ehrlich gesagt kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. deswegen kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen. Ich wusste gar nicht, dass da ein Baby vorkommt und auch nicht, dass ich das gesprochen habe. Das tut mir leid. Ist das manchmal wirklich so, dass man, also man muss sich vorstellen, man spricht ja eigentlich fast jeden Tag und jeden Tag irgendwas anderes und dann auch nur mal 3 Sätze in einer Serie und dann 4 Sätze in der anderen und dann mal eine große Rolle und das jetzt über so viele Jahre und das war ja dann ja auch wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre her oder so und deswegen kann man sich manchmal auch gar nicht mehr erinnern und das ist aber das Spannende, wenn man dann den Fernseher anmacht, weil es da tatsächlich so Szenen gibt, wo man sagt, hey, komisch, die Szene kommt mir jetzt bekannt vor und dann kommt einer um die Ecke und spricht mit meiner Stimme und dann weiß ich, ah, sag ich mal mitgesprochen. Also man kann sich tatsächlich nicht mehr leider an alles erinnern. Also normal ist es schon so, also wir sind ja jetzt gar nicht so viele Münchner Sprecher und normal ist es schon so, wenn eine Rolle kommt, wo jemand passt, auf die jemand passen würde, dass die auch angefragt wird. Die Ines Günther hat nur wahnsinnig, die macht ja Synchronregie und schreibt Synchronbücher, deswegen ist sie da einfach auch sehr eingespannt. Und sie hat damals schon gesagt, als auch die Frage kam, da waren wir zusammen mal auch eingeladen und da kam die Frage, wer von uns das sprechen würde, da hat sie dann auch gesagt, also sie würde es gerne an mich diesmal abgeben, weil sie einfach auch jetzt schon so viele andere Sachen hat. Aber ich glaube, wenn ihr was angeboten werden würde und eine Rolle passt, dann wird sie das auch machen, wenn es nicht zu groß ist. So, wir haben hier sehr viel Zeit, deswegen haben wir noch ein paar letzte Fragen da? Auch an Frau Hohmann. Und zwar haben Sie ja, wie schon gesagt, mehrere Rollen in der alten Serie gesprochen. War das Ihr Wunsch, dort wieder nach der Schauspielschule zurückzukommen? Oder wie kam das zustande? Und war es seltsam, dann andere Charaktere in derselben Serie zu sprechen als Sailor Moon? Also eigentlich habe ich mich gefreut, weil man, natürlich, ich habe die Serie angefangen damals und da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, man hat sie so ein bisschen mit geprägt. Und ich habe sie ja dann freiwillig abgegeben an die Ines Günther, weil ich ja eben mein Kind bekommen habe. Und dann war ja auch erstmal, glaube ich, 1 oder 2 Staffeln, in denen ich nicht dabei war. Und da habe ich dann erstmal mein Kind genossen und weniger gearbeitet. Und als dann natürlich die Anfrage kam, magst du den Sailor Moon was anderes sprechen? Und dann ist man natürlich gerne dabei und dann freut man sich auch. Und komisch ist es eigentlich auch nicht, weil jede Figur ja auch ein bisschen anders gesprochen wird und man sich auf jede Figur wieder anders einlassen kann. Und deswegen ist es eigentlich dann ganz schön. Meine beiden Fragen gehen an Katharina. Da du ja mit Sailor Moon groß geworden bist, würde mich interessieren, welchen Charakter du am besten fandest und mit wem du dich am meisten von den Sailor-Kriegerinnen identifizieren würdest. Oh, also ich muss sagen, ich habe, als ich das noch als Kind geschaut habe, hatte ich ein ganz anderes Verhältnis zu der Serie, als ich habe es jetzt vor kurzem nochmal geguckt. Als Kind mochte ich tatsächlich Bunny und Chiyusa am liebsten und als Erwachsene, und früher mochte ich Ray überhaupt nicht, Sailor Mars, und jetzt als Erwachsene ist es halt so, dass ich Sailor Mars total gut finde und auch diese Freundschaft zwischen Bunny und Ray viel besser verstehen konnte
Und dass ich auch Haruka und Michiro als ältere Charaktere auch nochmal ganz anders zu schätzen weiß. Und früher, wie gesagt, fand ich Chibiusa total gut und jetzt fand ich sie teilweise ein bisschen nervig. Es ist sehr interessant, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat. Und du hattest noch eine zweite Frage? Oder? Oh, das ist eine schwere Frage. ich glaube tatsächlich, also ich finde irgendwie in allen Sailor-Kriegerinnen findet man so einen Teil von sich. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut, weil man sich dadurch mehr in diese Serie einfühlen kann, weil die halt sehr, sehr unterschiedlich sind, aber doch auch sehr, sehr eigenständig. Ich glaube, so vom Charakter her würde ich fast sagen, so eine Mischung, auch wenn das schwierig klingt, aus Amy und Ray. Also eigentlich total gegensätzlich. Ja. Aber auch wiederum so ein bisschen so dieses Pazifistische, das ist dann auch wieder von Bunny, weil ich mag Gewalt auch überhaupt gar nicht. Und das dann auch wiederum, das fand ich in der fünften Staffel auch so komisch, als sie gar nicht kämpfen wollte gegen den Endgegner und alle ihre Freunde sterben und sie guckt zu. Und dann denkt man sich, okay, sterben gerade alle und okay, warum machst du nichts? Also allein die Synchronarbeit hat sich natürlich verändert, also abgesehen von Sailor Moon. Damals, als wir die Staffel aufgenommen haben, also ganz am Anfang von 20 Jahren, waren wir ja alle tatsächlich noch zusammen im Studio. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn da fünf Kriegerinnen vor dem Mikro stehen und jeder seinen Spruch abgibt und die andere und dann die andere und die andere und die fünfte, die verspricht sich dann und dann alle wieder von vorne anfangen. Und ja, und das war natürlich, also ich weiß, das war eine total schöne Arbeit, weil wir auch so viel Spaß im Studio hatten und so viel gelacht haben. Man muss auch dazu sagen, dass wir damals, das war ja die erste richtige Anime-Serie, die zu uns kam und wir manche Dinge einfach auch noch gar nicht verstanden haben. So wenn die Bunny ihre Anfälle bekommen hat und dann und dann hat sie irgendwie, irgendwann hat sie gar keine Augen mehr gehabt und dann war da nur noch so ein Tropfen und wir so, was macht die da? Wo ist denn jetzt der Mund? Und wir hatten eben damals den Matthias von Schlegmann, der die Regie gemacht hat und der ja halb Japaner ist und der dann immer uns erklärt hat, warum das jetzt so ist oder warum die Dinge so sind, also auch wenn die hingeflogen sind und sie wahnsinnig peinlich alles fanden, hat sie auch dann erklärt, dass es eben bei den Japanern auch so ist, dass die sich eben dann eher schneller schämen für bestimmte Dinge und hat uns eben wirklich sehr viel erklärt. Und mein Lieblingssatz damals war von ihm immer, ich muss da jetzt nochmal ins Original reinhören, der sagt da was anderes. Und dann haben wir alle ins Original reingehört und gesagt, ja, schaut doch hin. Ja, habe ich mir doch gedacht, der sagt ein denn statt ein dann. Und jetzt ist es natürlich so, wir werden alle einzeln aufgenommen, oder also es ist ein Ensemble, aber die Hauptrollen sind alle alleine vom Pult, alle alleine sprechen und man sieht sich eigentlich nur noch, wenn der eine fertig ist und der nächste ins Studio kommt. Das hat den Vorteil, dass man einfach viel schneller fertig ist und viel weniger Zeit im Studio braucht. Dadurch wieder viel mehr Zeit hat, noch in anderen Studios zu sein. Aber es hat natürlich den großen Nachteil, dass man sich nicht mehr sieht, nicht mehr kennt. Wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen hier, also persönlich. Und das sagt eigentlich alles aus, dass man einfach nicht mehr die Kollegen so kennt. Ich kenne den Dominik, den kenne ich ja noch von... Darf ich das erzählen, Dominik? Da war der Dominik ganz klein und musste noch auf so einen Kasten draufsteigen, damit er zum Mikro kam. Und wir haben zusammen uns, muss er heute noch, ja, stimmt, aber damals auf ein noch größeres Kastel, da haben wir zusammen eine Serie synchronisiert, die hieß Die Kinder vom Mühlental. War eine ihr kennt die. Und der Dominik, du warst der Stani, gell? Der Freche, und ich war die Anja, glaube ich, gell? Und wir waren so fünf Kinder im Studio und es war eine wahnsinnig lustige Zeit, weil wir auch alle immer zusammen waren. Deswegen kenne ich den Dominik schon ganz lang. Und die Uli, die kenne ich noch länger, weil ich mit der Uli nämlich ab der fünften Klasse in die Schule gegangen bin. Ja.
Da muss ich noch kurz was dazufügen. Ja, ich habe auch sehr früh angefangen. Ich glaube, ich war 10. Du warst 14? 13? Bisschen älter. Und ich wusste nicht genau, was ist das jetzt für eine komische Branche, in der ich jetzt da hineingerutscht bin. Wo ich das erste Mal eine Ahnung davon habe, wie verrückt die alle sind, war auch bei einer dieser anfänglichen Produktionen. Ich bin da am Anfang erstmal ein bisschen rumgefahren worden in irgendwelche Studios, dann mit dem Taxi, dann wieder mit der Mama, dann wieder mit jemand anderem. Und irgendwann waren wir in den Elan-Studios. Das war eine australische Serie über irgendwelche Kinder, die sich irgendwie im Wald verlaufen hatten und fanden nicht mehr zurück, mussten sich dann mit Limonade die Haare waschen. Lustigen Typen, der hat nur so ein paar Sätze gesagt, gesprochen. Und dann kam Sabine, das ist eines der ersten Treffen, die wir hatten, kann ich mich noch daran erinnern. Und die stand auf Lisbo, war auch damals deutlich größer als ich, war ein kleiner Knirps und kommt von meinem Podest runter und verabschiede mich und sie kommt rein und spricht ein Baby. Also da kommt jemand rein, ist gefühlt in meinem Alter doppelt so alt, doppelt so groß und spricht ein Baby. Da war mir klar, irgendwann werde ich realisieren müssen, diese Branche ist dann doch etwas anders als manche andere. Von mir war Inuyasha, mach Platz. Und da hast du einfach auch nichts mehr zu sagen. Soll ich das jetzt mal machen? Inuyasha, mach Platz! Du hast eigentlich immer nur mit mir gemeckert. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du eigentlich immer nur mit mir gemeckert. Meckern. Manchmal Spezialitäten. Ein bisschen cholerisch muss man manchmal sein, dass man gehört wird. Also mir fällt jetzt wirklich kein Satz ein. Hat jemand irgendwas? Du hast immer Meldung gesagt, warum habe ich das verdient? Danach oder davor? Menno, womit habe ich das verdient? Menno, warum habe ich das verdient? Hammer. 25 Jahre, das ist echt eine lange, krasse Zeit. Also, wenn man denkt, Sailor Moon, klar, war jetzt die letzten Jahre sehr stark im Kommen, aber auch vor vielen, vielen Jahren gab es ja schon den Hype. Und ich bin mir sicher, alle, die hier drin sitzen, ihr seid ja nicht seit gestern erst Fans, sondern auch schon etwas länger. Und ich habe, bevor wir hierher gefahren sind, zu Animo ein paar Bilder zugeschickt bekommen von einem Fan. Und wie es damals halt war, denn wir von Sailor Moon German, uns gibt es halt seit 7 Jahren, aber bevor wir unseren Dienst an die Fans gemacht haben, gab es auch andere Fans, die sich eingesetzt haben für Liebe und Gerechtigkeit quasi. Und da habe ich ein paar Bilder bekommen. Und die wollte ich einfach mal zeigen, damit ihr mal sehen könnt, wie die Szene vor ein paar Jahren war. So zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Damals war es zum Beispiel jetzt nicht so üblich, dass man tolle Kostüme hatte, die wir heute einfach im Internet kaufen könnten. Nein, man musste damals alles irgendwie von Mutter oder Oma nähen lassen. Aber selbst damals, das ist von 1999 das Bild. Schon damals gab es
Eine Community hier und Sailor Moon war ja auch der Auslöser, dass es Conventions hierzulande gab. Und damals, obwohl es das Internet so nicht gibt, wie es heute es gab, haben sich die Fans schon zusammengetan und dachten sich, okay, wir machen jetzt was Cooles draus. Und ja, Fans waren damals schon gewillt, eine Stimme zu erheben quasi und haben auch vieles bewegt. Und dann habe ich auch solche Bilder bekommen. Sabine, sagt dir das was? Ja? Magst du was dazu erzählen? Denn du warst dabei. Also das war in Wien. Also witzig, dass ich das jetzt noch alles weiß. Das war so lange her. Und das war Ines und ich und das erste Mal, dass wir zu so einer Convention eingeladen waren, eben in Wien, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Moonlight. Und es war in einem Kino, glaube ich, in einem alten. Und wir sind da eingeflogen worden, wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Es hieß halt irgendwie Sailor Moon Fanclub treffen. Und wir kamen da rein und haben alles, lauter Leute mit Sailor Moon Kostümen gesehen. Und wir saßen so da, Ines und ich, so, was ist hier los? Ich weiß es nicht. Und da kamen irgendwie alle, also das war, also jetzt ist es ja schon fast normal, also aber damals war es wirklich so, dass wir nicht genau wussten, wo wir da reingeraten waren und zum ersten Mal auch die Leute uns auch Sachen gefragt haben. Man muss auch sagen, damals, also es war generell ist es ja so, dass die Leute nicht so ein Interesse an den Synchronsprechern haben und da ging es eigentlich zum ersten Mal los, dass man als Synchronsprecher irgendwo eingeladen war und die Leute auch viel über einen wussten. Und das war für uns schon sehr, ja, eine tolle Erfahrung. Wie man sehen kann. Da muss ich auch erstmal Danke sagen für die Bilder, die hat uns einer der Veranstalter zukommen lassen, der damals das veranstaltet hat, der René. Hey. Magst du noch was dazu sagen? Denn du hast ja quasi das gemacht, was wir heute machen, nur früher. Wie war das für dich damals, das zu organisieren? Ja, hallo, ich bin voll nervös. Ja, das ist jetzt da 18, 19 Jahre her. 18, 19 Kilo mehr. Und das war damals, wir waren irrsinnig jung. Wir waren alle so 17, 18 Jahre. Wir hatten nicht gedacht, dass wir es schaffen, euch da einzufliegen. Ich möchte noch mal jetzt nach so langer Zeit sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Wir haben uns irrsinnig gefreut. Ihr wart spitze. Die Leute sind ausgerastet. Ja. Und was jetzt hier daraus geworden ist, durch Saros, durch SMG, durch Anibook und durch Conventions, das ist der Wahnsinn. Ja. Das kann man nicht vergleichen, aber es ist immer wieder schön, da zurückzublicken und sich das anzuschauen. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für die Autogrammstunde. Gebt uns 5 Minuten, ich würde euch bitten, bildet draußen eine Schlange, die SMG-Mieter weisen euch etwas ein. Wir erfrischen uns ganz kurz und dann kommt zur Autogrammstunde. Bis gleich.